Guten Morgen. Ja, ich habe überlegt, was ich heute machen will und ich hätte ja auch noch was zum Ausprobieren gehabt, aber mir ist gestern irgendwie noch eine Handvoll Kajalstifte in die Hand gefallen. Und ich habe gemerkt, ich muss mich um Kajalstifte kümmern. Übrigens, Werbung, ne? Ja, ich habe nämlich ganz schön viele, das ist ein Augenbrauenstift, du gehörst da nicht hin. Und ich habe langsam das Gefühl, dass ich nicht mehr weiß, welche ich doppelt habe, weil ich in der Post einfach teilweise so ein Bündel kriege. Und ich sortiere schon immer ganz schnell und fleißig aus. Aber das reicht tatsächlich nicht. Und ich habe ja zum Glück hier diese Pads. Davon. Ich habe hier ja auch so ölige Dinger, das ist ganz gut, weil ich glaube, bei den Kajalstiften werde ich das gebrauchen können. Ich nehme hier jetzt trotzdem schon mal. Oh, ich nicht. Ich habe hier auch noch solche Wattepads und dann habe ich hier noch Augen-Make-up-Entferner. Okay, ich denke, wir sind fast startbereit. Ja, ich will jetzt einfach durch die durchgehen, die ich habe. Dann will ich gucken, welche ich behalten will. Also bei ein paar weiß ich natürlich sofort, dass ich das will, aber dass wir mal die Doppelten rauskriegen und so, wenn da Doppelte bei sind. Und es ist ja nun auch so, dass ich irgendwann vorhabe, umzuziehen und jeder Kajalstift, den ich nicht schleppen muss, ist, glaube ich, was ganz Gutes. Und da draußen wird gehupt auf den Sonntagmorgen. Haltet euren Kindern mal kurz die Ohren zu Hause. Aber habt ihr einen Arm oder was? Unfassbar. Naja. So. Ich fange mit denen an. Ja, in diesem Becherchen. So, welche ich auf jeden Fall behalten werde, sind meine Urban Decay Stifte. Davon habe ich nämlich tatsächlich ein paar. Und ich habe drei kleine, die waren in so einem Set. Die hatte Herr Unfug mir mal geschenkt. Das sind... Ne, Moment, da fehlt einer. Die, also Sabbath, West und Smoke, die waren in einem kleinen Set. Das ist ein Grau, Blau, ein Braun und ein Gräulich irgendwas. Also die auf jeden Fall. Genauso wie den kleinen hier, den hatte ich auch mal geschenkt bekommen. Vielen Dank nochmal. Das ist auch schon ein bisschen her. Der heißt LSD. Lucy in the Sky with the Diamonds. Den habe ich auch schon ordentlich runtergenudelt. Also zumindest initial. Und ja. Also die auf jeden Fall. Dann habe ich ja in der Post Lucky gehabt und den trage ich unglaublich gerne, weil der auch tatsächlich auf meiner Wasserlinie wirklich gut hält. Das ist so ein... Den swatche ich euch mal eben. Das ist ein kupferfarbener mit ein bisschen Schimmer und kleinen Glitzerpartikeln, aber irgendwie so einer leicht schwarzen Base und der hält wirklich, wirklich gut. Da bin ich froh, dass ich den habe. Ich hatte irgendwann mal eine Full-Size von dem Perversion, von dem schwarzen. Und der ist verschwunden. Ich weiß nicht, wo der ist. Den hatte mir meine Schwester mal geschenkt. Und der ist weg. Das darf ich überhaupt nicht erzählen. Der war nämlich echt teuer. Also wirklich teuer damals. Dann habe ich hier Oil Slick. Das ist ja auch einer von den neueren. Der ist schwarz mit Glitzerpartikeln. Kann man ganz gut sehen. Und dann habe ich hier Crash. Das ist ein schwarzes mit schwarzer Basis, lila. Hier mal die Katze, die hat gerade Hühnchen gekriegt. Ja, die ist sehr meckerig. Ihr Freund war lange nicht da. Ich schieb das einfach mal da drauf. Ja, nee, aber das sind die und die möchte ich auch auf jeden Fall behalten. Die mache ich jetzt auch gleich wieder ab, weil ich weiß, dass die sich hinsetzen können und dann kriege ich Probleme. So, was habe ich hier denn noch drin? Oh, dann habe ich einen ganz kleinen von Zoeva hier, den Smoke. Das ist ein schönes, sattes, mattes Grau. Den habe ich auch noch nicht getragen, dazu bin ich noch nicht gekommen. Den werde ich auch behalten. So. Also
das wird ein langes Video. Ich hoffe, der Akku macht das mit. So, und dann geht's hier mal langsam an grüne Kajalstifte von... Also ich habe hier welche von P2 erstmal rausgegriffen. Und bei 2 sehe ich schon, ja, die 40 Green, die habe ich doppelt. Also den hier. Und der hier sieht noch ein bisschen unbenutzter aus. Das heißt, den kann ich verschenken. Und den hier, den ich anscheinend schon ordentlich benutzt habe. Oh, das ist aber auch eine geile Farbe. Hey. Den werde ich behalten. Lalalala, so, und ich gucke schon immer, ob ich so mit bloßem Auge Doppelgänger erkennen kann. Aber naja. Dann habe ich hier noch einen, das ist die 100 Green. Das war 40 Green und 100 Green. Der sieht aber völlig anders aus. Der ist viel bläulicher und der hat so einen metallenen Schimmer. Da ist er. Das war auch von P2. Dann habe ich hier einen von Trended Up. Den habe ich aber gerade erst geschenkt gekriegt. Das ist die 20 von den Metallic Kajalstiften. Zeig dich mal. Der ist noch bläulicher als der von P2. Ich glaube, das kann man sehen. So. Dann habe ich hier... Siehst du, und da geht es nämlich schon los. Ich habe hier einen Longlasting Eye Pencil und noch einen Longlasting Eye Pencil, aber jeweils in I Have a Green. So, der eine ist aber neuer als der andere und ich weiß aber nicht welcher. Und jetzt, ich glaube, der hier ist neuer. So, ich gehe mal kurz gucken. Okay, das ist der, von dem ich denke, dass er älter sein könnte. Das ist der, von dem ich denke, dass er neuer sein könnte. Sehen die denn auch genau gleich aus? Ja, ziemlich. Okay, dann kommt der hier weg. Und den hier behalte ich halt nochmal. Das ist die Farbe. Kleiner Unterschied ist schon. Aber naja. Entschuldigung. Dann habe ich hier die 70 von Trended Up Color und Glide Kajal. Die sind ja schon gut, ne? Der deckt auch mehr als sein Metallic-Kollege. Das ist der hier. Wenn ihr irgendwelche lustigen Klingelgeräusche gehört, ich habe Jumi wieder mit Picard auf Reisen geschickt. Obwohl das auch Svenny Wecker sein könnte, ich bin mir gar nicht so... Das hier ist von Catrice, die 90, Petrol and the Wolf. Ja, den behalte ich allein schon wegen des Namens, ne? Ist klar. Nee, ich glaube, das ist Svennys Wecker. Da ist er. Also den, allein schon wegen des Namens behalte ich den. Dann habe ich hier von Catrice 120 Beautiful Mint. Das ist übrigens der Becher, wo ich die zum Rausdrehen drin habe, hauptsächlich. Der ist mittlerweile ein ganz bisschen hart, ob es geht. Nee, obwohl, wir wollen aussortieren. Also... Das ist der hier, das ist so ein ganz, ganz heller. Und ich finde den wunderschön, aber der ist, also ich fand eben, dass der nicht mehr so gut malt und ich muss ja auch mal ein bisschen gucken. Dann habe ich hier die Duchess of Champagne Bridge. Das ist auch wieder so ein Ding, wo ich sage, oh ja, und der malt auch richtig gut. Das ist so ein, seht ihr das? Das ist so ein Inner Corner Highlight Wasserlinie Schimmer Dingsy. Den behalten wir auch. Dann habe ich hier einen von Zoe Eva drin, der nicht zum Rausdrehen ist. Naja, das ist Deluxe. Das ist ein Goldton. Der wird auch behalten, aber du gehörst nicht dahin. Ja, ich hätte mir noch mehr als eine Kiste hier hin tun sollen. Ich merke das schon. Dann Teddy von Essence. Den behalte ich auf jeden Fall. Das ist ein schönes Braun. Der ist zum Anspitzen. Der gehört da nämlich auch eigentlich nicht rein. Ja, sehr gut. Dann habe ich hier die 20 von Trended Up. Das ist ein braun-lila oder so. Das ist eine schöne Farbe. P2 in Bronze.
den finde ich nicht so doll. Also ich finde, der deckt nicht so gut. Deswegen habe ich den jetzt mal beiseite gepackt. Dann habe ich hier 160 Taupe, auch von P2. Warte mal. Den finde ich auch nicht so farbintensiv. Also es ist so einer hier. Die gibt es ja auch schon länger nicht mehr. Deswegen ist das, glaube ich, nicht so tragisch. So. Das Ding ist halt, ich kriege halt super viele Kajalstifte geschenkt. Und natürlich werde ich jetzt auch Dinge aussortieren und auch teilweise wegwerfen, die ich geschenkt bekommen habe. Aber es hilft ja nichts, A, wenn sie alt sind und nicht mehr richtig malen, und B, wenn ich sie dann verschenke, wenn ich sie doppelt und dreifach habe. Also ich habe in meinem ganzen Leben also wirklich eher selten Kajalstifte aufgebraucht. Vielleicht meine ersten 3 schwarzen Kajalstifte oder so, damals als Teenager, aber dann nachher eigentlich nicht mehr so. Dann habe ich hier Ronde Blue von Catrice. Das ist auch ein richtig schönes Blau. Habe ich die jetzt wehgetan? Nee, die mir jetzt gut. Der leuchtet. Das sieht richtig toll aus. Bleibt. Oh, ich weiß gar nicht, ist der zweite hier auch noch drin? Nee, der müsste dann vielleicht noch in dem anderen Becher kommen. Das hier ist ein, oh Gott, das kann man kaum noch erkennen. Das ist ein Liquid Metal Kajal von Catrice in der Farbe. Oha. Gold. So Gold Fashioned heißt der. Kann man nicht mehr lesen, aber ich habe mir das gerade zusammengepuzzelt. Der ist zum Rausdrehen. Und also mit Liquid Metal haben sie damals wirklich nicht übertrieben. Drehen jetzt auch ganz schnell wieder zurück. Und das Ding ist, er und sein Kollege halten auf der Wasserlinie. Und zwar wie der Teufel. Also man hat richtig so eine goldnasse Wasserlinie. Das, für den einen mag das vielleicht ein bisschen krank aussehen. Ich finde es super. Dann habe ich hier von Cosnova, Name It As You Like, von Cosnova, ja genau, von Catrice. Das ist einer meiner absolut liebsten Kajalstifte gewesen, weil ich nie wieder so eine Farbe gefunden habe. Das ist der hier. Der passt irgendwie zu allem. Ich habe den auch schon mal als Lip Liner benutzt. Du gehörst da nicht hin. Ich glaube, davon habe ich auch noch eine Reserve oder einen zweiten und werde ich auch nicht hergeben. So, dann habe ich hier von Essence einmal ein Gel Eye Waterproof in Black Blaze und ein Extreme Lasting in Black Love. So, der sieht noch wie neu aus. Und der hier ist neu. Ich werde den behalten und den werde ich verschenken. Weil zweimal einen schwarzen Essence-Kajal, ich weiß, dass ich die eigentlich gerne behalten würde, aber das... und du bist zum Anspitzen und gehörst da auch gar nicht rein. So. Dann von Essence aus der Cubanita, ein Gel Eyeliner Pen in 02 Hola Ola Guapa. Das ist ein Pink und pinke Kajalstifte habe ich nicht so viel. Da kommt gleich noch einer von Essence. Im Moment, den kann ich auch gleich mal nehmen. Den finde ich nicht so toll, glaube ich. Den hatte ich mir mal aus dem Standardsortiment gekauft. Live in Pink. Ja, von dem war ich jetzt nicht so angetan. Das ist der hier. Das geht auch eher ins Babypink. Das an sich mag ich ja. Aber der war irgendwie beim Malen, fand ich den jetzt nicht so. Vielleicht möchte den jemand anders haben. Nein, davon war ich nicht. Da war ich nicht so verliebt. Aber der hier ist intensiver, dann behalte ich den. Dann, und den behalte ich auch auf jeden Fall, das ist einer von Manhattan. Sieht auch schon ordentlich benutzt aus. Das ist so einer für die Wasserlinie in, ich für meine Verhältnisse, also ich weiß gar nicht, wie heißt der denn jetzt? Nude Couture 51D. Der ist peachig. Der ist auch nicht heller als meine Wasserlinie, aber dadurch, wenn man es nicht ganz so leuchtend haben will, und der hält auch ganz gut. Du gehörst da nicht hin. Contour & Glide von Trended Up in 91. Das ist ein Goldton.
Der geht schon fast ins Grünliche. Sehr schön. Bleibt auch. Essence Blossom Dreams Chrome Eyeliner Pen in Do You Hear the Chirping Birds? Ja, die höre ich gerade. Das ist, wenn ich es wecker, klingelt so. Das ist nicht mein Wecker. Ich habe keinen. Der ist auch richtig cool. Der sieht auch richtig schön metallisch aus. Bleibt. Oh, dann habe ich hier aus der Naughty Girl. Der ist natürlich alt. Essence Waterproof. Den muss man drehen. Ahoy Boy heißt der. Und der ist aber praktisch unbenutzt. Oh Gott, und ganz weich und schwarz, nachtblaue Base mit einem... Oh. Nicht kaputt machen. Mit einem blauen Schimmer drüber, den behalte ich. Den finde ich schön. Dann habe ich hier einen von Rival de Loupe 05 Green Garden. Den habe ich, glaube ich, auch schon länger. Ja, der malt nicht so gut wie die anderen Grünen, die ich habe. Also es ist eine schöne Farbe, also ein schönes Grün, aber wie man sieht, ich warte noch mal, bis da vielleicht ein anderes Grün auftaucht. Dann lege ich den mal dahin. Dann Avon Glimmerstick Eyeliner, den habe ich natürlich auch aus der Post. Der ist auch ganz weich. Warum der Glimmerstick heißt, weiß ich nicht, weil der, der hat halt so einen metallischen, ist ein dunkles Lila, so ein Pflaume, sehr hübsch. Ja, lässt sich auch ein bisschen verwischen, alles nicht so verkehrt. Und so viel von Avon habe ich ja nicht, deswegen behalte ich den mal. Ja, super viel aussortiert würde ich heute nicht, aber mal einfach mal durchgehen. Ne? Dann habe ich hier von Lancôme so einen kleinen in Noir. Ja, der ist schön dick. Also dunkelgrau würde ich eher sagen. Nicht so hundertprozentig schwarz, aber gut. Da weiß ich, dass ich den hier in dem Becherchen habe. Das hier. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnern kann, dass ich das irgendwann mal besessen habe. Dann habe ich hier den Excess Intensity Longwear Eyeliner von Max Factor in der 05. Und das ist ein ganz kompliziertes kleines Ding. Den kann man nicht zurückdrehen. Und der ist hin. Nö, da kommt nichts mehr raus. Und der malt auch nicht mehr. Also der ist... Der kann so richtig in Müll. Moment mal, wo ist denn... So. Das ist hier jetzt Müll. So, beschlossen. Und dann habe ich hier von Longlasting Eye Pencil, also von Essence, den 05 CeraVe. Den habe ich noch nicht so lange. Das ist eine Top... Also... Richtig nass silberglänzend, den finde ich super schön. Ich habe ihn schon eingesaut, toll. Den kann man auch nicht unendlich runterdrehen. Muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Den behalte ich auf jeden Fall. So was Hübsches, Leuchtimäßiges. Und dann haben wir es auch gleich fast schon geschafft. Dann habe ich hier nämlich nur noch einen ganz kleinen von, der ist schwarz. Oh Gott, und der ist... den tue ich weg. Das war, glaube ich, mal Kryolan. Ich meine, das ist die Kryolan-Kappe, aber der ist zu trocken. Damit tue ich mir im Auge weh. Guck mal, das haben wir schon geschafft. Das ist doch prima. So, ich gehe jetzt mal erst mit dem ölhaltigen Pad darüber, um das ordentlich anzulösen. Also man nimmt das da nicht runter, aber man hat es dann wenigstens... Es ist schon ein bisschen Geschmiere hier. Dann nehme ich einen von den großen... Augen-Make-up entferne, aber für Wasserlösliches. Dann nehme ich mir dann mal diesen Schmatter runter. Das kommt dann nämlich noch darunter. Also fürs Anlösen sind die Öldinger super. Aber sie nehmen halt nicht viel mit. So.
ja, gar nicht so unerfolgreich. So, jetzt kann ich die alle hier. Das ist wahrscheinlich schon mehr, als so manch ein anderer hat, aber ja, die kann ich hier jetzt schon wieder hinstellen. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt kommen nämlich, also was heißt jetzt wird's spannend? Ich weiß nicht, also für mich. Denn ich habe hier noch den ganzen Tisch voll liegen, um ehrlich zu sein. Und ich würde sie anschließend gerne alle in diesen Becher kriegen. Das war mal mein Lieblingsteebecher, aber wie man sieht, habe ich ihn angebrochen. Aber für Stifte geht's halt noch. So. Das ist ein Sammlerstück von Catrice. Das ist aus der Neo Geisha. Behalte ich. Genauso wie der hier Explore Asia True Black von P2. Geht in die gleiche Richtung. Falls ich mal zwei benutzen möchte, behalte ich den. Dann, oh ja, den habe ich relativ neu von Lacura, den Kajalstift. Der ist so super schwarz, mega schmusig. Der ist gut. Dann Wood Eyeliner Pencil von Davis Cosmetics in schwarz. Der ist sehr wachsig. Ich glaube, dass der gut halten kann, aber der ist mir nicht doll genug. Also wird der einen neuen Besitzer finden. Also die Optik ist toll. Also das mit dem Asiatischen und so, das mag ich schon gern. Aber wie gesagt. Dann habe ich hier ein Happy Metal Eye Pencil von Rival de Lubiang. Das war mal eine LE. Der sieht ganz besonders aus. Den finde ich toll. Der bleibt. Das ist ein dunkelgrau Head Over Steel mit einem silberblauen Schimmer. Sehr hübsch. Dann habe ich von Essence aus der Hello Autumn den, das ist der Leaves Are the New Beef. Der ist super weich und hat so einen rot-braunen Kupferschimmer. Sehr hübsch. Ja, läuft ja gut, ne? Nee. Dann habe ich von P2 die 413 Colorful Indonesia. So ein grün-blau Metallic Türkis, relativ hell. Und jetzt gucke ich gerade mal, ob ich den doppelt habe. Ne, bis jetzt nicht. Okay. Weil bei also P2-Kalia-Stifte habe ich teilweise richtig viel in der Post gehabt. Und ja, da muss ich dann ein bisschen gucken. Dann Urban Club Vibes. Oh, der schimmelt. Der ist schon ein bisschen älter. Eigentlich bin ich bei Kajalstiften nicht so, aber das sieht echt nicht schick aus. Das war der Blue Attack. Sehr schade. Dann von Usha's Beauty Line Soft as Silk Cold Cosmetic Pencil. Lovely on your lips and eyes. Okay, der ist also für beides. In einem Schreilila. Und aber ich finde nicht, dass der gut malt. Also bei mir jedenfalls nicht so. Also die Farbe ist toll, aber der malt bei mir nicht so gut. Vielleicht funktioniert er bei jemand anders besser. Dann von Yves Rocher, habe ich mir den mal gekauft? Ich glaube ja. Braunen Kajal, das war teilweise gar nicht so einfach. Oh, der ist aber schön. Habe ich ewig nicht in der Hand gehabt. Das war, als das mit dem McTeddy losging, glaube ich. Da habe ich angefangen, braune Kajalstifte zu kaufen. Ich weiß es nicht. Essence Long Lasting Eye Pencil 15 Bling Bling. Oh, den mag ich. Das weiß ich noch. Der ist auch wieder so, sieht aus wie nass, wie flüssig. Sehr hübsch. Aber das ist einer zum Drehen. Deswegen kommt der mal gepflegt da rein. Dann habe ich hier Metallic Eye Pencil von Essence in... Oh, okay. Der Name wird wahrscheinlich auf dem Deckel gestanden haben, aber so sieht er aus. Der ist hübsch, gar keine Frage. Aber da, was so helle Goldtöne angeht, da habe ich welche, die ein bisschen besser decken. Das hier sieht eher aus wie so ein Lidschattenstift. Kann sich ja vielleicht jemand anders mitnehmen. Ach, hier ist der zweite, der Liquid Metal Gel Eye Pencil in Blingo Star. Das Ding habe ich geliebt. Sieht man, glaube ich, auch. Der ist zum Rausdrehen. Gehört eigentlich auch in den anderen Topf. Das Ding im inneren Augenwinkel oder auf der Wasserlinie, das ist einfach
also den und seinen goldenen Kollegen habe ich wirklich, habe ich geliebt. Und es gibt sie halt nicht mehr. Und so langsam trocknen die Restbestände wahrscheinlich auch ein, aber der ist einfach, das sieht einfach aus, als hätte einer das Licht angemacht. Das ist super schick. Dann Ofenlux, den habe ich von Herrn Unfug. Das ist der Slide On, Glide On, Stay On and Definitely a Turn On Waterproof Extreme Shine Eyeliner in Azure. Den habt ihr auch schon öfter bei mir gesehen, glaube ich. Der ist, das ist ein Ding. Ein Ding für sich, möchte ich schon fast sagen. Der ist toll. Dann habe ich hier, huch, da ist irgendwas mit der Spitze passiert. P2 Cosmopolitan Chic Explore Asia Chopstick Kajal. In der 40 Bangkok. Das ist ein goldener. Das ist... Der ist amtlich. Die behalte ich erstmal. Dann... Wet n Wild Megachrome Eyeliner Pencil in der 51. Ja, nee, das ist nicht... Also so wie der malt. Ich gleich, merke ich gleich, ist nicht meins, aber möchte vielleicht jemand anders haben. Hier steht einfach nur Kajal drauf. Und das ist ein Braun. Oh, und das ist so ein richtiges Herbst, helles, mattes. Ja, krass, das ist Auburn, ne? Also das ist so richtig Kastanie. Ja, nee, so eine Farbe habe ich auch nicht. Du bleibst immer schön. Dann Emily, die habe ich mal von einer Freundin geschenkt gekriegt, das weiß ich noch. Super weich, hält auch gut. Ich habe nie wieder was von dieser Marke gehört. Da. Vielleicht muss ich die grünen nochmal separat machen. Das ist ja echt, wie viele grüne Kajalstifte kann eine Frau haben? Das ist ja unfassbar. Stylish Great Britain von P2. So ein richtig schönes, also der malt auch wirklich gut. Stahlgrau. Wie oft trage ich Stahlgrau? Weiß ich nicht, aber bei den P2-Dingern habe ich so ein bisschen so ein Sammelproblem. Dann habe ich hier noch einen Wet n Wild Megachrome in der 52. Nee, das ist auch nicht so meins. Und ich finde die eigentlich auch nicht mehr gut genug zum Verschenken. Ich glaube, ich habe mir die selber gekauft. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Die, Nix. Eye and Eyebrow Crayon in Sapphire, den habe ich auch von Herrn Unfug, der hatte mir zwei blaue von Nyx mal geschenkt. Super schönes Blau. Ach Gott, Boogie Nights von Essence. Ja, da sind Katzenhaare drin in dem Becher, wo nicht. Ja, ich glaube Boogie Nights, also ich meine, er malt noch. Da ist er. Ich glaube, du hast das auch mal hinter dir, ne? Das ist Taupe Me. Der ist genauso alt, aber wenn ich das richtig... Ja. Das ist so... Und vor allen Dingen ist der so besonders. Und der ist auch weicher. Das ist ein grün-grau. Mit Silber? Ich weiß nicht so genau. Bleibt. Eyebrow Express Pen. Das ist 10 Stylish Blond. Der ist... Den habe ich mir bei den Kajalstiften hingepackt, weil, ich zeige euch das gleich mal, so sieht das aus, als wird das, ne, könnte das passen bei mir. Der ist zu orange tatsächlich und das bei mir. Und der hat Schimmer. Das sieht vielleicht merkwürdig aus. Also der schimmert und, also als Kajalstift kein Problem, aber als Augenbrauenstift fand ich den irgendwie nicht so berauschend. Oh, Intense Color, Super Soft, Co-Pencil, French Kiss. Von Collection. Das ist das mit grasigste Grasgrün, was ich habe. Malt nicht ganz so leicht, aber der ist, siehst du vielleicht aus wie, ich habe so eine Ahnung, wie der von P2. Wenn ja, dann, nee, Moment, das ist der falsche. Wenn der den P2 jetzt total ähnlich sieht. Wieso, das ist das nicht, die 40 Green? Doch. Was mache ich denn hier? Ah, nee, der Unterschied ist mir zu groß. Okay, Collection.
Oh, das ist nochmal die Urban Club Vibes von P2 und der hat nicht gegammelt. Den mache ich so gerne, auch wenn der nicht gut. Na, obwohl. Nee, komm, deine Zeit ist jetzt auch. Das ist ein Pink mit einem orange-roten Schimmer. Das ist natürlich was Besonderes, aber sowas habe ich auch als Lidschatten insofern. Und der ist echt alt. Also, vor allem benimmt er sich auch so. Ich habe andere, die noch älter sind, aber die benehmen sich nicht so. Dann habe ich hier We Found Nemo von Catrice als Kajalstift. Der malt noch einwandfrei und die Farbe ist echt besonders. Das ist der hier. Der ist super. Der bleibt. Essence 50s Girls Reloaded. Eine meiner mit ersten Essence-LEs. Und ich fand die Farbe so toll, dass ich mir davon, glaube ich, auch noch einen zweiten gekauft habe. Ja. Weil das auch so ein. Also die Farbe ist grau-grün, Gold. Da ist er. Und der benimmt sich auch noch. Also so, dass es mir reicht. Dann nochmal Catrice, Lucy in the Skies. Schimmelst du oder? Was machst du hier? Ja, aber der schimmelt. Das macht mich traurig. Das war eine sehr bewusste Anschaffung und den mochte ich auch wirklich gern. Und das, naja, wegen des Namens halt, ne? Aber was hin ist, ist hin. Oh Gott, ein ganz alter von Essence. Go Wild. Ach, Kollege. Nee, das ist ein helles, schimmerndes Grün. Also das macht den Kohl hier jetzt auch nicht fett. So, es ist schon wieder so weit. Wir müssen schon mal wieder einmal abmachen. Ich glaube, dass es ein Fluch ist, wenn man Farben so gut auseinanderhalten kann. Dann gibt es Sachen, die man einfach nicht aussortiert. Weil man sieht, dass es da Unterschiede gibt. Das ist schlecht. Ich kann ja auch Rottöne echt gut auseinanderhalten. Bei Lip Linern bin ich ein ganz bisschen gnädiger, aber nicht viel. Und ja. So. Essence. Oh, den. Nee, Catrice. Too cool for pool. Na, nö, du bist nur ein bisschen schmuddelig, weil ich dich überall drüber gemalt habe. Das ist ein cooles, mattes und der leuchtet auch. Ja. Türkis wollte ich sagen. Rather be a Unicorn von Essence, Extreme Lasting. Der ist echt besonders. Der ist lila und hat so blaue Schimmerpartikel. Frage ist natürlich, wie gut man das im Auge sieht dann, ne? Aber der malt auch sehr gut, das ist einer von den neueren. Also bleibt der. Dann Fantastic Chrome Kajal von P2. Wild Amethyst. So sieht der aus. Oh, der malt aber also sehr weich. Noch ein Lila. Jawohl, in der Kiste ist noch gar kein Lila. Naja. Evora Kajal, wo kommt der denn nochmal her? Dunkelblau. Ich habe irgendwie Midnight Blue. Da habe ich irgendwie gerade überhaupt keine Bindung zu. Ja, dunkelblau habe ich. Also den kriege ich tatsächlich. Also, oh, davon habe ich glaube ich zwei. Ja, das ist der Come to Town Kajal. Von Essence aus der Come to Town LE. Den habe ich zweimal, weil ich den so geil fand. Zu Recht, wie ich finde. Das ist ein dunkel Blutrot. Das ist Naughty or Nice, die 02. Mit Silberschimmer. Der sieht richtig geil am Auge aus. Den kann man auch schön ausblenden. Sieht man hier, glaube ich. Da bleiben auch alle beide, bis ich mich dann irgendwann entschließe, einen wegzuwerfen oder beide, weil sie schlecht geworden sind, ist mir egal. Ich möchte die beide behalten. So. Ja, hier ist der zweite von den. Das ist die Reserve. Love Me Tender von den 50s Girls Reloaded.
Kajal-Backup ist bei mir eigentlich ziemlicher Quatsch. So viel Kajal benutze ich ja gar nicht, aber gut. Das ist ein, ich glaube, der war von Lidl. Kaité oder von Penny, ich weiß nicht. Schwarzer Kajalstift und der wurde mir mal empfohlen. Der ist auch schön wachsig, also ich glaube, dass der gut hält. Allerdings ist der mir nicht schwarz genug. Ich glaube, der hat so einen leichten grünen Unterton, das ist nicht so meins. Catrice Kohlkajal in Blues Willis. Auch eine ganz besondere Farbe. Weil ich nicht finde, dass das blau ist. Ja, aber sehr cool. Ich habe, also ich finde für so, oha. Ja, ich und mein Feingefühl. Man sieht das hier. Kappe aufgerissen. Für Pastell-Lidschatten ist das wichtig. In meiner Welt, dass man sowas hat. Oh, den habe ich von der Dima bekommen. Das ist die Flora Lilac, also ein Kajal. Sag mal, wirst du hier wohl mal. Das ist so ein bäriges Dingi. Ja, der malt auch noch schön. Das ist so ein richtiger Bäreton, den mache ich auch gern. Der bleibt. Dann. Oh! Moment. Essence Extreme Lasting. Oh, den habe ich zweimal, aber den fand ich auch so gut. Das hier scheint die Reserve zu sein. Ich glaube, den behalte ich auch. Ne, also von diesen schwarzen. Ich habe jetzt hier nochmal einmal den genommen. Der sieht genauso neu aus wie der hier, aber der andere ist länger. Der sieht benutzt aus. Das ist ja bescheuert. Aber der ist nachtschwarz. Ich zeige euch das mal ganz kurz. Also großartig wirklich. Und ja, deswegen bleiben da auch beide. Dann habe ich hier Lacura Beauty Kajalstift in Braun. Der ist auch ganz weich und ganz toll. Hat eigentlich einen minimalen Schimmeranteil, aber den sieht man jetzt nicht. Ist auch ein sehr schöner. An der Lacura komme ich hier oben ja nicht ran. Insofern. Ich muss mir schon den nächsten wieder rausnehmen. Ich dachte eigentlich, dass wir mittlerweile mehr Doppelungen hätten, aber irgendwie passiert das nicht. So, die hier kann ich eigentlich mal mit in die Kiste tun. Die sollen ja eigentlich mit in den Becher. Gucken, ob das nachher klappt. Dann habe ich hier von Essence Scream Green. Das ist natürlich, ich meine, ich muss jetzt ein bisschen doll malen, aber das ist natürlich quietschneongrün und der von P2 ist dunkler. Nee, das ist so ein richtig schönes Acidgrün, das behalte ich. Ich habe das nicht leicht. Oh, hier noch einer von den Extreme Lasting von Essence in Heart of Gold. Oh, die sind aber auch echt schön. Das ist fast schon Roségold, aber ist sehr, sehr hübsch. So, dann habe ich hier Flomar. Oh Gott, oh. Ja, das hat sich dann wohl... Das hat sich dann wohl erledigt. Tschüss. Essence Wizard of Oz. Oh, den fand ich so schön. Fragile but Feisty, die 01. Einer der schönsten Kajalstifte, die Essence hier gemacht hat. Es ist irgendwie, es ist mintgrün, aber mit Goldschimmer. Und sowas. Ach, wir haben den nie wieder rausgebracht. P2 Beyond Lagoon Deepwater Kajal in Hellila Violet Butterflies. Der ist mir nicht doll genug. Aber vielleicht macht den ja jemand anders. Und Moment. Wieso kommst du mir denn jetzt bekannt vor?
Metallic Eye Pencil in Green Day. Wieso kommt der mir bekannt vor? Ich hatte schon einen anderen Metallic, ne? Hä? Ist blöd? Wo ist denn der hin? Hab ich den aussortiert? Wahrscheinlich. Naja, also der ist ganz schön, aber da ist mir das Grün nicht besonders genug. Und deswegen... Aber gut ist der noch insofern. Ach, und die Kleinen von Essence, diese 16 Hour, 16 Stunden, 16 mal Hour, ja genau. Die setzen sich hin und das mag ich an denen halt auch so gerne. So. Wir haben den Becher geschafft. Vielleicht könnte der mal in den Geschirrspüler. Aber auch nur vielleicht. So. Wollen wir doch mal gucken, ob wir die da wieder reinkriegen. Es gibt ein paar, die müssen auf den Kopf und dann gibt es ein paar, die dürfen das nicht. Also das. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Mir fällt gerade ein, ich habe noch ein paar nudefarbene Kajalstifte, die sind bei den Liplinern. Aber da sehe ich auch nicht so die große Not. Oh, das ist aber. Also im Gegensatz zu vorher, ich konnte. Also teilweise haben die oben rausgeguckt, weil ich nicht mehr. Nicht mehr reingestopft gekriegt habe. Das ist jetzt schon mal ein Fortschritt. Aber wir sind ja noch nicht fertig. Hier habe ich einen braunen von Bobby Brown. Nee, von Lord & Barry. Sieht nur aus wie Bobby Brown. Hehe. Auch eine sehr schöne Farbe. Hübsches Braun. Halte ich den? Ja. Ja, behalte ich. Kommt dann hier rein. Trended Up, Kante an Glide in der... Oh, das ist ein Lip Liner. Du gehörst hier überhaupt nicht her. Ha! Ich habe hier nämlich auch noch einen Augenbrauenstift liegen. Dann, naja, teilen die sich ein Schicksal. Dann von Essence Feel the Merry Time. Die 25. Und der sieht aus wie der von NYX, finde ich. Der ist super schick, keine Frage. Aber der sieht aus wie der von NYX und deswegen... Darf der gehen? Dann habe ich hier noch einen von NYX in Moss. Den habe ich mir mal gekauft. Es gab eine Zeit lang einfach nicht wirklich tolle grüne Lidschatten und dann hat man sich grüne Kajalstifte gekauft. Das ist der hier. Mittlerweile finde ich den gar nicht mehr so... Also ich weiß, dass ich mir den gekauft habe und wie man ja auch sieht, ich habe den ja auch angespitzt und benutzt und so. Naja, aber eigentlich... Nee, weißt du was, komm. Vielleicht freut sich jemand anders, auch wenn ich die schon benutzt habe. Dann Scenic Iceland, die 230 von P2. Das ist ein Baby-Eisblau mit Schimmer. Sowas habe ich nicht nochmal. Ist die Frage, ob ich es benutzen werde, aber sowas habe ich halt einfach nicht nochmal. Also, wann machst du da rein? Den behalte ich auf jeden Fall. Den Bambu-Kajal von P2, der ist aus der... Stylish Geisha, das ist die Lucky Green. Wieso bist du eingesaut? Wieso geht das nicht ab? Was ist hier passiert? Weiß man nicht. Das ist eine der... Der tollsten Grüntöne, die ich habe und den behalte ich auch. Nee, der riecht einfach nur nach Kajalstift. Ich dachte gerade, aber nee, alles noch in Ordnung. Weil das Grün, also ist jetzt die Frage, ob ich das mit einem neueren Stift jucken könnte, aber ich glaube nicht. Nee. Der Green von P2, der kann es nicht. Wo ist denn... Der French Kiss. Ja, aber der ist auch nicht so weich. Der hat Schimmer, der sieht völlig anders aus. Nee,
es gibt auch tatsächlich nichts, was dieses Giftgrasgrün hier ersetzen könnte. Also bleibt der hier. Noch ein Happy Metal in Grün. Iron Lady. Warum sie den grünen Iron Lady genannt haben, weiß ich nicht. Super weich, echt schön. Dunkles Grün. Aber die Frage ist, ich glaube, ich habe solche dunkle Grüntöne, ne? Das ist so. Ja. Der heißt Happy Metal. Und der heißt Green. Dann geht jetzt der hier, der Green, und der Happy Metal bleibt, weil ich das cool finde. Ja. Dann habe ich hier Fresh New Zealand von P2. Das ist ein Pastell Lime Green. Bleibt auch auf jeden Fall. Habe ich gar nicht sonst. Also nicht so. Dann, oh, Magnificent Andorra von P2. So ein klares Blau. Seht ihr das? Wahnsinn. Ja. Hier haben wir noch einen Lip Liner. Dann, oh, von Essence ein Gel Pencil Waterproof in Urban Jungle. Der ist zum Rausdrehen, der gehört hier gar nicht hin. Der ist auch schön, wobei das auch wieder ein dunkles Grün ist. Der hier. Aber der hat so gut gehalten, ne? Ja. Deswegen bleibt er auch. Den hier behalte ich auch auf jeden Fall. Das ist einer meiner wenigen Matita Ochi Kajal, okay? Von Maybelline. Colossal Kajal. Einer zum Rausdrehen. Guten Morgen! Der ist auch super cremig und richtig, richtig schwarz. Und die zum Rausdrehen, die kriegt man ja auch irgendwann aufgebraucht. Berry Fantastico. Den finde ich auch richtig schön. Das ist einer von Essence zum Rausdrehen. Der ist auch. Der sieht schon fast ein bisschen aus wie eingetrocknetes Blut, was ich sehr geil finde. Kann man den ausblenden? Ja, aber nicht lange. Also der setzt sich auch hin. Saugeile Farbe. Bleibt natürlich auch hier. So. Könnte man wieder handsauber machen, ne? Akku läuft noch. Ist gut. So, wir benutzen ein letztes Mal dieses Wattepad. So, dann habe ich hier von Catrice I Have a Green. Dunkles Grün. Ja, obwohl das schon fast ins Türkis geht. Und, ja, Catrice Kajal. Sentimental, du. Der bleibt. Dann, Expression Kajal. Maybelline. Der ist nett. Und der ist auch noch nicht allzu alt. Ist der hier. Aber sowas habe ich. Da freut sich vielleicht jemand anders drüber. Oh, den finde ich so schön. Das ist die 07 Mermaid for Life. Das ist exakt das gleiche. Nur von Essence. Ich sage ja, sowas habe ich. So, jetzt wird es hier schon wieder eng im Becher. Naja, aber ich habe nur noch zwei Kajalstifte und dann kommen so Jumbo-Pinsel. Dann habe ich hier von Long-Lasting Eye Pencil, genau. Say Highlight von Essence, so einer zum Rausdrehen. Der ist auch schön für die Wasserlinie. Der ist prima. Und dann habe ich Step Into Magic Wonderland. Den finde ich ja auch so geil. Guck dir den an. Der bleibt auch auf jeden Fall, der ist auch relativ neu.
Bist du zum Rausdrehen? Nee. Spitzt man hier das Plastik an? Ist ja witzig. Okay, okay. Aber damit haben wir das fast geschafft. Dann habe ich hier noch von Lottie London. Oh, der ist auch so schön. Da. Super metallisch. Huch, ja genau. Falsche Seite, toll. Das ist Sunburst, heißt der. Super schön. Okay, einer noch. den Cloudy White von Essence. Oh. Oh nein! Der mir wohl ein bisschen eingetrocknet ist. Der war auch zum Drehen. Ah, Moment, wenn der zum Drehen ist, dann ist er vielleicht gar nicht eingetrocknet, sondern hat sich... Nee, genau, der malt nämlich noch. Komm mal her, du. So. Kommt der nämlich hier rein? Nee, der ist noch gut. Oder? Oh Gott, der hat sich schon hingesetzt. Jawohl. Nee, nee, der ist... Nein. Nein, ich hab... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ich habe da ein, zwei, die in noch besserem Zustand sind. Und nur weil es einer von der Serie ist, die mir gut gefällt, heißt es ja nicht, dass er unendlich haltbar ist, nicht wahr? Noch ein Brave and Beautiful von Pitsby 030 Brave Green. Das sind die... Der hat so ein Krokomuster. Das ist auch eine coole Farbe. Das ist so Nachtgrün, würde ich sagen. Sehr schön. Passt du hier jetzt noch rein? Ja, so mit Ach und Krach, ne? Ich glaube, jetzt habe ich es. Jetzt kommen nur noch so ein paar. Und zwar nur die Jumbo-Pinsel, die man auch anspitzen kann. Den hier behalte ich auf jeden Fall. Der ist uralt, aber der geht immer noch. Für den musste man sich damals einen extra Anspitzer kaufen. Das ist der Open Your Eyes Illuminator. Ich spotche ihn jetzt doch. Der hält super auf der Wasserlinie, auch wenn das gar nicht so einfach ist, mit dem Dicken zu malen. Aber auch für alles andere, ne? Für unter die Augenbraue oder... Eine Freundin von mir hat den auch gerne als Abdeckstift unter den Augen benutzt, tatsächlich. Also das ging wohl irgendwie auch. Dann habe ich einen Jumbo Eye Pencil in Lime. Das ist ein schimmernder. Der ist sehr hübsch. Ich habe den noch nicht so oft benutzt. Der war auch in der Post. Aber das ist halt, ne, das ist halt so ein richtiger Lidschattenstift. Dann Wild Me Up von P2 in Crazy Lizard. Das war ein cooles Grün, wenn ich mich richtig erinnern kann. Ich glaube, der darf auch woanders wohnen. Festival Spirit. Der ist auch zum Anfang. Obwohl er sehr. Die Hashtag cool. Und der ist auch, also er ist so weich, dass man damit schon aufpassen muss. Lieb sein. Behalte ich auch. Dann von Astor 730 Glitter Black. Ein 24/7. Nee, 24-Hour Perfect Stay Eyeshadow and Liner in Waterproof. Den habe ich mal gewonnen. Er ist so gut wie neu, aber den seinen Kollegen werde ich eher benutzen. Das ist der Creamy Taupe. Auch wenn ich das mit dem Anspitzen hier anscheinend ein bisschen ver... Obwohl. Ja, den muss ich jetzt mal langsam ein bisschen mehr benutzen, sonst geht er mir kaputt, obwohl der noch sehr cremig ist. So. Dann auch Festival Spirit, Hashtag Groovy. Der ist geil. Ist der hier. Guck ihn dir an. Der andere ist ziemlich matt, aber der... Miau! Katze meldet sich. Dann haben wir hier Cookies and Cream in 02 Yummy Yummy. Das ist so ein matter. Der ist auch noch gut. Dann habe ich hier einen Eyeshadow Pencil Revaldo Bian Mint Green. Da muss ich mal gucken. Ja, der ist mir nicht doll genug.
Das ist eine super schöne Farbe, aber der ist mir nicht doll genug. Dann, oh nein! Oh, den habe ich geliebt. My Keep the Secret Mystic Seduction Eyeshadow Pencil in Dark Desire. Malst du den noch? Ja. Ach scheiße, oh, den fand ich echt gut. Das ist der da. Der malt auch noch, aber der ist wohl hin. Naja. Oh, und dann einer von Zoeva, den habe ich noch nicht so lange. Das ist Forget Me Not, meine ich. Ja. Helles Flieder. Ja, so einer ist das. Und wir haben das geschafft. Wir sind fertig. Ich bin ganz stolz. Ich zeige euch gleich nochmal, was jetzt im Endeffekt, also was ich verschenke, was ich wegwerfen muss und was jetzt geblieben ist. Und ich bin ganz stolz, weil ich hätte nicht gedacht, dass ich so viel wegwerfen muss, um ehrlich zu sein. Aber man hilft ja nichts, ne? Weg müssen die hier. Das, also das hier ärgert mich. Den fand ich gut. Gut, der hier war leer. Ja, und der Rest war einfach, der ist einfach alt geworden, ne? Das passiert. Aber ich weiß, dass ich den hier zum Beispiel... Huch, bleibst du hier? Also ich meine, das sieht man, glaube ich, auch. Also den pinken habe ich auf jeden Fall ganz gut benutzt. Yumi, ich bin ja gleich fertig. So, hier, also auch wenn das ein bisschen eng ist, aber hier passen sie auf jeden Fall wieder alle rein, einigermaßen. Ja, doch geht. Hier sowieso. Dann habe ich auch mal wieder ein bisschen, also hier ist sogar noch ordentlich Platz. Vielleicht tue ich da die, die hier so klein sind, vielleicht tue ich die da noch rein. Naja, aber auf jeden Fall, ja genau, und die hier packe ich in meine... Die Mädels greifen rein und suchen sich was aus, Tüte. Weil das einfach... So, davon brauche ich keine drei Stück. Habe ich doppelt. War mir nicht doll genug. Habe ich... Sah aus wie der Nyx, also Dupe. Habe ich... Also, ne, also es waren ganz viele so... Habe ich so genau so oder tatsächlich doppelt, insofern... kommen die dann mal in die Tüte. So. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.